trotzdem, weil die dumm sind. Und die Elite-Satanisten aber lassen sich was geben vom Satan, nämlich die ganze Welt. Und dann tragen die auch solche Symbole um sich herum. Verstehst du? Also diese Dummkopf-Satanisten tragen diese Symbole umsonst für den Satan, machen Werbung umsonst für ihn, ohne dass er sie bezahlen muss. Aber die Symbole werden missbraucht. Also die haben ja nicht den Ursprung, den du mir jetzt gerade erklären möchtest. Doch, das Und umgedrehte wenn ich Kreuz mir ein war umgedrehtes seit Kreuz eh in und meinem je Gesicht ein tätowiere, satanisches Symbol. dann habe ich mein umgedrehtes Kreuz in meinem Gesicht nicht, weil ich Satanistin bin und an irgendeinen Doch, Teufel glaube und irgendeinen doch, Teufel angucken unbewusst. gehe. Das Du hat bist ganz, ganz unbewusste andere Gründe. Satanistin. Du bist eine unbewusste Satanistin, wo der Satan dich reitet und du dich darüber nicht bewusst bist. Ah, alles klar, Herr Dr. Med-Professor. Ich wusste nicht, dass Sie das alles studiert haben. Frag. Und Nee, kein Problem, du kannst ja immer dazulernen. Du kannst mir Fragen stellen, man ich kann dann, erkläre hast die du schon Sachen mal und die dann lernst du das satanistische Bibel auswendig gelesen? und entwickelst dich weiter. Hast du schon mal die satanische Bibel gelesen? Zum Teil, aber so einen Zum Dreck will Teil. ich nicht lesen. Das ist sozialdarwinistischer Müll Ach so, und aber das wenn du Recht so, des Stärkeren und so weiter gibt es nicht. Weil wenn ich ich ein finde, wenn du Stärker auf bin TikTok, als ein ja, einen Satanist, dann kann ich Livestream dem ja den machst, Kopf umdrehen, richtig? aber wenn du auf TikTok einen Livestream machst und mit Ja. diesem Satanismus hier versuchst, irgendwie Spenden zu sammeln oder Leute spenden dir, eine Diskussion anzufangen und Content zu produzieren, damit du, was auch immer dein Zweck hier gerade ist, dann finde ich, solltest du dich mit dem Thema, wenn du schon hier immer so Bilder und sowas zeigst, solltest du dich mehr damit befassen und auch einfach das Buch zu Ende lesen. Keine Ahnung, vielleicht dich da ein bisschen weiterbilden, indem man die Bücher einfach zu Ende liest und nicht nur zum Anfang. Weil ich habe sie auch gelesen und ich bin jetzt nicht trotzdem Satanistin, weil ich die Bibel gelesen habe von den Satanisten. Ich habe mir auch Ja. den Koran durchgelesen, ich habe mir auch die normale Bibel durchgelesen, einfach weil mich die Sachen interessieren. Und du tust hier ein Thema aufwerfen, obwohl du dich damit noch nicht mal zu 100% irgendwie auseinandergesetzt hast. Ich kenne das sozialdarwinistische Anton LaVey-Satanismus. Du brauchst mir nichts zu erklären. Ach so, und es gibt nur Anton LaVey. Nein, es gibt Richtig, verschiedene Anton satanische LaVey hat den Sekte. modernen Satanismus gemacht. Richtig, der Das hat die ist die Moderne rausgebracht. sozialdarwinistische, genau. Dann haben wir, da haben wir den Aleister Crowley, das ist so der okkulte Bereich des Satanismus. Ja, und Weiter. dann haben wir Temple of Set. Das sind so, ich erkläre dir nur die gängigen Sachen, die okkulten, die richtigen versteckten satanischen Sekten, die die Welt beherrschen, die kennen die meisten Menschen ja gar nicht. Ich rede nur von der oberflächlichen, von dem Ich oberflächlichen, würde was mich mal bekannt ganz ist. gerne kurz einmischen. Ich habe mal eine Frage an Nein. Reza. Ja, warte mal bitte, Reza, lass mich mal weil ganz kurz ausreden. Warte mal bitte ganz kurz. Einen Moment. ich bin nur gerade etwas verwirrt. Ja, warte mal bitte ganz kurz. Ja, und dann haben wir natürlich Temple of Set beispielsweise mit dem Michael Aquino, der im Tavistock-Institut gearbeitet hat, ein hochrangiger Agent des Tavistock-Instituts ist. Und wir wissen, das Tavistock-Institut ist ständig damit beschäftigt, Mind-Control-Techniken zu psychologischer Kriegsführung auszuarbeiten. Und das ist gefährlich. Richtig? Naja, also meine Frage ist halt beantwortet, Aber das weil. kennst du ja schon, weil du ja dich mit den Sachen auseinandergesetzt Ach hast. so, soll ich dir mal ehrlich sagen, warum ich ein umgedrehtes Kreuz in meinem Gesicht habe für meinen toten Vater? Und ich finde es sehr respektlos zu sagen, dass das umgedrehte Kreuz für den Ja, Satanisten was hat steht. jetzt das umgedrehte Kreuz mit toten Menschen zu tun? Jetzt verstehe Was ich hat nicht. mein Tattoo damit zu tun, ob ich eine Satanistin bin oder keine Satanistin bin? Warum hast du Ein dieses Tattoo Symbol für deinen hat toten eine Vater Bedeutung für mich benutzt? selber. Ein Mensch lässt sich tätowieren, weil er die Bedeutung für sich selber sieht, okay? Ja, aber Und warum mein denn das Vater umgedrehte Kreuz? hat überhaupt nichts mit dem Warum hast du Satanismus nicht oder Allah einfach sowas umgedreht oder in so ein zu. Verbotszeichen auf deinen Stirn tätowiert? Ich habe ein Verbotszeichen auf meiner Stirn tätowiert. Nein, warum hast du denn das Kreuz umgedreht? Warum denn nicht Allah oder Mohammed oder Buddha? Warum soll ich, warum? Weil wenn ich mir selber aussuchen kann, was ich mir noch tätowiere und wenn Aber ich ich mir möchte das dahin verstehen, warum tätowiere, du jetzt nicht habe ich dir doch unbedingt jetzt gerade das. erklärt, es steht für meinen toten Vater und das hat auch Ja, gar aber nicht, muss mich da nicht warum? Was weiter hat das mit irgendwie. deinem Vater zu tun? Ein Das geht umgedrehtes mich doch Kreuz gar mit deinem nichts Vater. an. Du weißt doch gar Ja, nicht, dann was für eine erzähl das Beziehung nicht. da Dann war. erzähl Aber das nicht, wenn mich das dann nicht möchte ich aber auch angeht. nicht, dass du mir Irgendwelche unterstellst, dass ich eine Halbwahrheit Satanistin bin. in den Äther zu werfen und dann sagen, ja, fragt mich nicht. Aber ich erzähle das euch. Du musst erstmal deine menschlichen Hausaufgaben machen, wie du mit Menschen in Konversation trittst. Und dann kannst du Also wiederkommen. meine menschlichen Hausaufgaben mit Menschen in Konversation treten. Also ich arbeite in der Psychiatrie. Ich denke, ich muss jeden Tag mit Menschen in der Konversation treten. Und Ja.
Da sollte ich halt einfach, an deiner Stelle würde ich mir einfach merken, dass man nicht direkt so urteilt über Menschen, nur weil man sie sieht, weil so Ich bin ich bin nicht. sehr Mach in deinem direkt, Leben, komm ob es auf dir die gefällt Idee. oder nicht. Ich bin sehr direkt. Ja, ist ja schön, dass du sehr direkt bist, so, aber Ja. ich finde es nicht in Ordnung, dass ihr mir sowas unterstellt oder dass so sowas gesagt wird. Nur weil jemanden sowas hat, keine Ahnung, es gibt ganz viele Leute, die haben auch noch die haben Zahlen tätowiert auf ihrem Arm und eine alte Ja, Frau wenn fragst die du auch nicht, 666 tätowieren, dann frage ich sie, ob sie Satanisten sind. Und wenn sie sagen, nein, ich finde das einfach nur gut, dann sage ich dem, der Satan reitet dich und du bist dessen nicht bewusst. ja, klar, ich sitze jeden Es gibt Abend Leute, vor die meiner 666 satanischen tragen und die Flagge sind und nicht bewusst, das verbiete sind den Satanisten, die Teufeln auch oder Blut was? trinken. What the fuck, Alter? Was ist denn mit dir Nein. los? Ich weiß es, ich kenne dich doch gar nicht. Vielleicht bist du in Naja, einer Sekte richtig. und Du willst hier die sagst es doch Leute ein bisschen gerade. Ja, verarschen. du sagst doch gerade, du Jetzt, kennst das weiß ich, mich ich nicht. kenne dich doch Dann gar nicht. urteile doch auch nicht Ja. über mich, oder? Wenn du mich nicht kennst, Nein. ich urteile doch auch Du nicht über könntest auch eine dich und Hardcore-Satanistin sein. unterstell Du dir irgendwas. Ich könntest kenne eine dich auch zu dich an. Du Hardcore-Satanistin bist ein sein, der hier die Nazi. Leute Ja, du belügt. bist Das könnte sonst es oder auch sein. Also noch Faschistin. schlimmer als Nee, ich auch vorher. nicht. Ist Schwachsinn. Nein. Nein, du könntest eine richtige Hardcore-Satanistin sein, die eben Blut trinkt und hier kommen und die Leute sozusagen zu verführen. Das kann Ja, auch na sein. klar, Also na noch schlimmer klar. als das, wie du angefangen hast. Du könntest auch ein rechtsradikaler Behinderter sein und ich unterstelle dir Ja. das nicht. Also, was willst du von Nee, mir? Sei nee, doch, lern doch natürlich. bitte Wenn das du Recht bei und sei mir nicht so Hakenkreuze frech. entdeckst, dann musst du, natürlich, nein, wenn du Hakenkreuze bei mir entdeckst, dann musst du davon ausgehen, dass ich damit was zu tun habe. Aber ich hab's ja Ah, nicht. Du hast es es ja. könnte auch Also sein, muss dass ich du davon einfach aus ausgehen. Verstehst Indien du? kommst Du und musst es zu einfach auch tun mal ein bisschen stehst. einmal in deinem Leben über dich selber reflektieren, wer du bist und was du tust in deinem Leben. Ich glaube, ich Aber bin ein das machst bisschen du ja nicht. Du bist reflektierter ja als nur du. außerhalb von dir beschäftigt. Nicht mit dir selber. Ich werde es schwer haben, eine Da glückliche wirst du Beziehung nicht zu haben, widersprüchliche weil die Sachen Leute an dir sagen, ich rum. bin verheiratet, so mal so zur Info. Aber ist ja auch egal. Ja, das ist denn Ich uninteressant, ob merke, du verheiratet. Es geht um dich. ja, Um es deine geht um Person. mich. Ich habe auf die Kommentare deiner unbemittelten Menschen hier in diesen Kommentaren gelesen, weil Leute der Meinung Ja. sind, über mein Leben urteilen zu können, obwohl sie einen nicht kennen. Ich bin hier reingegangen, um euch klarzumachen, dass das umgedrehte Kreuz ein missbrauchtes Symbol ist vom Satanismus und du erklärst mir, ich bin Satanistin. Und ich wollte nur sagen, dass es ein christliches Symbol ist, was auch in der Ist Bibel nicht ein drin christliches steht. Symbol. Es ist ein Es ist nicht ein christliches Symbol. christliches Wenn Symbol. du schon zu Nein, ist schlau es nicht. bist, dann mach dein schlaues Büchlein auf, guck rein. Also, ich Es ist ein weiß die christliches Theorie. Symbol, weil Ganz ich kenne die Theorie von dem umgedreht Kreuz Petruskreuz, in dass er umgedreht gekreuzigt wurde. Das ist aber totaler Schwachsinn. ach so, und Das ist nicht biblisch. das hast du gesehen, du warst live dabei oder wie? Ihr habt Nein, doch aber dort schon alles, mal was alle nicht getroffen, biblisch richtig? ist, ist unter dem Feind, unter der Kontrolle des Feindes. Und deswegen hat der Satan die Christenheit so verarscht, dass die Satanisten ein- und ausgehen in den Kirchen mit ihren umgedrehten Kreuzen und sagen, das ist nur, weil ich Petrus liebe. Glaubt es mir. Ah, und ihr urteilt darüber, ob es bei den Menschen nicht so ist. Ja, Die wie? Menschen, Wie? jeder Wenn Mensch sollte Satanisten das seine Symbol eigene Meinung benutzen? haben und in sich drinnen kann jeder Mensch an das glauben, was er Natürlich kann möchte. ein Skinhead, der das Hakenkreuz Ja. benutzt, sagen, ich bin ein Buddhist, ein Hinduist, weil die Hinduisten benutzen das auch. Aber ich glaube es ihm nicht. Ach so, also So, jetzt können haben wir jetzt das. Leute, die Sprengerstiefel tragen, nicht an Allah glauben? Ich rede über Buddhismus und Hinduismus. Das Hakenkreuz ist auch ein fernöstliches Symbol. Richtig, Konzentrier dich bitte, wenn du mit mir redest. es war mal ein Friedenssymbol und wurde missbraucht. Dann mit Genauso wie Frieden ist das es also ein umgedrehte Sonnensymbol. Kreuz missbraucht wurde. Jedes gleichschenklige Kreuz ist ein Sonnensymbol. Das hat mit Frieden nichts zu tun. Also wenn ich jetzt im Garten mein Kreuz, wenn ich diesen Querbalken ein bisschen Muss weiter mal nach kurz mich unten um mein mache, dann Baby ist kümmern. mein Hund, den ich da begraben habe, auch Satanist oder wie? What the fuck, alleine schon so eine Aussage zu treffen. Es ist so dumm. Es ist ein christliches Symbol. Passt alle ein bisschen auf in der Schule und belest euch ein bisschen mehr, bevor ihr versucht, mit anderen Leuten, die hier reinkommen, Content zu produzieren. Ja, der andere, der hatte eine Frage. Du hattest eine Frage, ne? Ja, also ja, jetzt ist das Mädel leider auch schon raus. Reza, es ist tatsächlich eine christliche Überlieferung, dass das umgekehrte Kreuz von Petrus stammt. Ne? Also das hat die jetzt nicht erfunden, sondern das ist eine Überlieferung. So, das nächste ist, was mir bei dir aufgefallen ist, gerade du hast zum Beispiel die dreifache Sechs angesprochen. Ja? Dir ist auch klar, dass auch dieses Symbol
aus dem Christentum kommt, dass das eine Engelszahl ist, ne? Das ist dir klar. Was ist eine Engelszahl? Warte mal ganz kurz, halte mal ganz kurz fest. Warte ganz kurz, Herr Reza. Bruder Reza? Warte ganz kurz, er kommt gleich, dann machen wir das. Was ist hier wieder los? Um was geht's hier wieder? Wieder um unser ganzen... Es geht hier nicht um Affenmenschen, Abdi. Hier geht's nicht um Affenmenschen. Das ist also wieder Rassismus.